Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Ja, halbes Jahr ist es ja nun schon fast her, seitdem ich das letzte OMSI 2 Video für euch gemacht habe. Und da ich ja jetzt ja auch Urlaub habe und mir einfach mal gedacht habe, ja, es gibt zwar jetzt nichts großartig Neues für OMSI 2, habe ich mir aber mal gedacht, da ihr euch ja das ja auch schon mal gewünscht habt, fahren wir jetzt mal die Linie 100, die Berlins bekannteste Sightseeing-Linie. Die Linie 100, und zwar in der Gegenrichtung vom Alexanderplatz, Memhardstraße, über am größten Zirkus Deutschlands vorbei, nämlich den Reichstag. Und zwar fahren wir dann zum Zoologischen Garten, zur Herzallee. Genau. Ja, wir starten hier am Alexanderplatz in der Wendestelle an der Memhardstraße. Ich habe ja auch extra dieses KI-Pack installiert, dass hier auch ein bisschen mehr Busse rumfahren, neue Ticketpreise und so weiter. Das findet ihr alles in der Webdisk. Ja, wir fahren diesmal mit einem Doppeldecker. Ganz selten leider mittlerweile in Berlin, dass auf der Linie 100 Doppeldecker fahren. Meistens fahren ja nur ein Decker C2 oder halt Solaris oder halt Scania. Oder halt mal der neue Doppeldecker da von, ich glaube, Dennis Inverio war das, genau. Ja, aber wir fahren mit dem DL09, einer meiner Lieblingsserie aus der MAN A39-Reihe. Und ja, den Atron habe ich schon alles eingestellt. Habe auch schon Display invertiert, dass es im Dunkelmodus ist. Gut, Tastenpiepsen habe ich eingeschaltet. Die Anzeige funktioniert auch schon. Genau, und ich würde einfach mal sagen, wir machen einfach mal die Türen zu. Ich bin schon lange kein OMSI mehr gefahren. Lenkrad habe ich schnell aufgebaut, weil ich habe ja diesen speziellen Lenkradständer. Wenn ihr gerne den haben möchtet, wie gesagt, schicke ich euch gerne einen Link von Amazon, gerne in die Videobeschreibung. Das ist alles kein Problem, da könnt ihr euch den da bestellen. Und ja, so, erstmal machen wir noch ein bisschen Rolle runter. Das passt ja immer zu mir. So, wir haben es draußen 19 Grad. Ja, da können wir eigentlich mal ein bisschen hier... Genau, einschalten alles. Genau, passt. Perfekt. So, habe alles auch schon eingestellt mit dem Auxi-Programm. Die perfekte Position für den Fahrersitz. Und ich würde mal sagen, starten wir mit den Motoren. Ich hoffe, das war mit M. Ja, passt. Ah, das ist manchmal so komisch. Manche Busse ist das mit M. Und manche ist das ohne. Obwohl, wir müssen mal ein bisschen leiser machen. Genau, weil sonst hört ihr mich nämlich nicht. Ja, ich habe mir, wie gesagt, einen neuen Mikrofonständer gekauft. Und einen neuen Popschutz, der jetzt komplett auf dem Rode NT-USB-Mikro drauf ist. Ich hoffe, man versteht mich wirklich sehr gut. Ich hoffe es doch. Es ist halt alles ein bisschen aufgeräumter. Ich habe mir, wie gesagt, eine neue Wasserkühlung für meinen PC geholt, weil die alte, die war ja vom Werk, weil ich habe mir den als Fertig-PC gekauft. Habe natürlich noch ein bisschen was dran gemacht, aber die Wasserkühlung hat den i9 11. Generation nicht richtig kühlen können. Wenn du jetzt so mal TS gespielt hast oder halt so oder andere Games, die etwas mehr fressen, zum Beispiel Simrail oder Machina, da war das schon manchmal 95 Grad. Also da hat sich das Zimmer hier auch so aufgeheizt durch den PC und die Grafikkarte dementsprechend wurde auch dementsprechend wärmer. Mittlerweile durch diese Thermaltake Wasserkühlung läuft der Prozessor konstant, wenn ich jetzt die Games da zocke, bei 70, 80 Grad mit dem Leerlauf 40 Grad. Ne, das ist schon definitiv besser und heizt auch nicht mehr so. Das ist auch wichtig, weil das ist auch, weil der PC hat sich hier angehört wie so eine Flugzeugturbine. Da denkst du gleich, der Rechner fliegt gleich ab. Ja, wir starten in knappen 7 Minuten. Steht da alles? Ja, 7 Minuten. Ah, da steht es ja oben, ich habe extra alles eingegeben. So, dann stelle ich mal die Uhrzeit vor. Nicht lang schnacken, komm im Nacken. So, natürlich immer Pause drücken, schön. So. Genau, Mikro hat alles gepasst. Ah ja, vorher getestet. So. So, wir wenden hier einmal. S- und U-Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße.
S- und U-Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße. Ja, das macht er halt nochmal, das ist normal. Ah, jetzt fährt hier auch die Tatra rum, die KT4D. Über uns die Berliner Stadtbahn. S- und U-Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße. Ja, da. Jetzt. Gleich fangen und müssen wir gleich mal ein bisschen rumspielen da. Moin. Guten Tag. Moin. Hallo. Kommen Sie rein. Hallo. 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 Ah, steht auch schön Tixel. Na gut, der fährt ja heute da nicht mehr hin, die 200. Die soll ja auch irgendwann im Update kommen. Vor uns die Spandau, Marienkirche. Spandauer Straße, Marienkirche, sag ich mal. Spandauer Marienkirche. Genau. Ja, im Hintergrund das Alexa-Kaufhaus, da der Fernsehturm. Das ist dahinter. Ich musste noch mal gucken auf dem Lenkrad, wo die Haltestellenbremse ist. Schon lang, wie gesagt, kein Umsi mehr gefahren. So intensiv jetzt, ne? Aber ich kann's noch. Es geht noch. Eins. Spandauer Straße, Marienkirche. Na, schön, zeigt auch oben an. Das wird ja alles perfekt. Ich bin ja begeistert. Oh, ich wusste sogar noch, wo der erwischt wahrscheinlich ist. So. Oh, Blockhaus. Erstmal ein leckeres Steak. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja, man, passen hier 145 Leute rein. Ah, die Heizung geht auch. Sehr gut. Straßenbahn fährt jetzt rechts zum Hackschen Markt. 200 fährt links lang. Nicht wegen. Was hat denn hier jetzt? Lustgarten. Nicht der 200er, Doch, ich meine schon, ne? Oder fährt der 200er? Ich meine, der 200er fährt irgendwann später links sein. Ah, ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich, dass links der M48er zur Zehlendorf-Busse-Allee abbiegt. Das weiß ich wohl. Kollisionen sind, glaube ich, aus, ne? Ja. Mal gucken. Ne, passt. Okay. Gut. Na gut. Muss ich nochmal gucken. Nicht, dass hier irgendwelche Kollisionen in Obsi an sind. Obwohl, im BBS habe ich sie ja ausgemacht. Aber Obsi ist ja immer so, ne? Da muss man immer schauen. Museumsinsel.
Ah doch, der 200er fährt hier, stimmt, der biegt ja den woanders ab. Ja, war mir jetzt nicht ganz so sicher mehr. Lange nicht mehr hier fahren hier. Ja, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Oper. Ja, für Omsi ist aktuell wirklich also tote Hose. Also Neues ist da jetzt nichts rausgekommen in der letzten Zeit. Also an Karten auch nicht. Ja gut, diese iridische Seenplatte. Schlecht ist die Karte jetzt nicht, aber die tönt mich jetzt halt nicht so an, dass ich da jetzt sage, ja, jetzt fahre ich da mal rum. Ne? Es ist halt viel in Entwicklung. Ne? Das ist halt das, aber es kommt halt nichts. Oder es wird dann wieder so sein, es kommt alles auf einen Schlag. Man kann dann wieder erstmal ein halbes Jahr Hallo. Um sie fahren. Das wird dann wahrscheinlich auch so sein. Bei Ende des Hallo. Monats kommt ja jetzt TSW 4 raus. Moin. Da bin ich auch mal gespannt. Ich meine, es ist auch ein bisschen Verarsche, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Die letzten Jahre kam immer neue TSW, aber kein Editor raus. Kein Szenario-Editor und sowas. Und jetzt kommt das alles und da soll man dafür fast 70 Euro für bezahlen. Also das finde ich schon ein bisschen frech eigentlich, ne? Also das ist nicht so community-freundlich, muss ich mal sagen. U-Bahnhof unter den Linden. Ja, jetzt fahren wir hier oben. Letztes Mal sind wir in Trains, Berliner U-Bahn unten gefahren. Livestream, wer sich erinnert. Also Trains, Berliner U-Bahn, da bin ich wirklich sehr fasziniert. Also das ist... Das gefällt mir wirklich sehr, also das Spiel. Auch das Add-on da. Vor allem, dass das alles Freeware ist, kostenlos. Und das finde ich schon super. Und die pflegen auch das Spiel, es kommen immer Updates. Das ist toll. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Eine Busfahrt bitte, guter Mann. Bitteschön. Hi. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Mit 20-Euro-Schein sah man sich aus wie eine Wechselstube, Mädel, oder was? Stimmt das so hier? Stimmt das so hier? Ich glaub, ja, nimm die Kohle und verpiss dich. Dann geh nächstes Mal zur Deutsche Bank und wechsel das Geld. Man sah sich aus wie eine Wechselstube, oder was? Meine Fresse. Oh, ihr wollt nicht mal aussteigen. Ja, keine Ahnung, da hab ich vergessen. S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor. Oh, Curry 36. Ja, wie gesagt. Ich könnte mir das vorstellen, dass für Omsi wirklich dann alles wieder auf einen Schlag kommt. Das habe ich auch so das Gefühl. Gut, bei mir ist ja nicht das Problem, das Lenkrad wieder aufzubauen. Ich stelle einfach das Ding hier hin und schließe das alles wieder an und dann ist das fertig. Also das ist... Naja. Nur eben schnell mal den 4-Gigabyte-Patch drüber gebügelt, ne? Für alle Fälle, man soll ja immer an alles denken, ne? Also, deswegen. Ja. Ja, Train Simulator ist ja eigentlich auch recht still. Gut, da kommt immer mal was raus, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ja. Ja, gut, die Ringbahn, die vollständige, kommt ja Ende des Jahres raus. Ich denke mal so wie damals S25 oder Münster-Bremen damals. Und, ja, Ende des Jahres kommt vielleicht die U8 für Trains. Ah, da freue ich mich richtig. Also die U8, Leute, die werde ich ja jetzt nicht rauf und runter suchten, ja, aber schon mit dem F79 schön oder mit dem Typ H. Hahaha. auf jeden Fall. Also das steht auch ganz oben auf der Liste. Ja, und Lotus, habe ich ja gehört, sie machen da ja das Großprofilnetz U7. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was sie da machen für Lotus, ne, mit der Berliner U-Bahn. Also da lasse ich mich wirklich überraschen. Nur das Problem bei Lotus ist halt, die Grundlage ist da, aber sie wird halt nicht richtig genutzt. So, das ist halt ein Problem. Ich habe halt einen Bonzen-PC, sage ich jetzt mal so, einen guten Gaming-Rechner. Aber die Performance ist halt schlicht und einfach grauenvoll bei dem Game. Brandenburger Tor, schön noch in der alten Schrift. Guten Hallo. Tag. Hallo. Bin ich zu spät?
Ah, 2 Minuten. Ja, ja, sollen wir mal hier anstellen. Ah, 2 Minuten zu früh. Ups. Na, da warten wir mal hier ein paar Minuten. Moin. Einmal Kurzstrecke. Alter, zahl's auch mit dem 20-Euro-Schein hier, mein J, ey. Was bin ich denn hier? Was wolltest du haben? Na, am falschen Fahrschein, eine Kurzstrecke oder was? Ja, mach doch mit dem 20-Euro-Schein. 16. Ja, wenigstens meckerst du nicht, weil ich dir zu viel Kleingeld gegeben hab. Ja, wäre ja noch schöner. Und man hört schon die Bauarbeiter hier. Schöne Sounds hier. Super. Ja, ich habe heute mal die Werbung. Kommen Sie rein, können Sie rauskicken. Unserer Josen Elm Jans Berlin entdecken. Na, da sitzt der Affe hier. Ich bleib aus. Muss im Sparen bei der BVE. Ja, ich fahr zu früh. Kommt da eh gleich der Nächste in eine Minute. Reichstag, Bundestag. Zum größten Zirkus Deutschlands, bitte hier aussteigen. Große Rasselbande hier im Zirkus. Oh, jetzt biegt mal ab, Mensch. Essen wird kalt. Zack. Ja, fahren kann ich noch. Also das verlerne ich ja nicht hier. Aber mit Tastatur könnte ich OMSI auch nicht mehr spielen, Leute. Also das, Oh, der Bundestag wird hier schon abgerissen. Sehr gut. Ja, vor allem fahren wir jetzt auch mal im Sommer. Letztes Mal sind wir ja im kahlen Winter gefahren. Da war das nicht ganz so schön. Und die 100 wollte ich ja eh schon mal mit dem Doppeldecker fahren, aber dazu bin ich irgendwie gar nicht mehr gekommen, weil mir die Lust an OMSI irgendwie vergangen ist. Aber ich wollte euch auch mal einen Gefallen tun, nach einem halben Jahr mal wieder ein OMSI-Video zu machen, Leute. Der Kult, das Kultspiel muss ja erhalten irgendwo bleiben. Tag. Ja, bam. Mauler, bam. Zu früh passt. Politiker fahren eh nicht mit dem Bus. Bam, bam. Platz der Republik. Wer jetzt hier in Frankfurt oder was? Oh, der Hydrolüfter. Ja, die DLs werde ich vermissen, also wenn die DLs... Oh, was kostet der Bus? Ja, Opa, 3,20. Hast wenigstens mit dem 5er hier zahlt und ich mit dem 20 Euro wie deine Freunde vorher. Hallo. Ja, hallo Manfred. Ab zu Döner mit Liebe. Wenn die DLs mal wirklich mal komplett aus Berlin verschwinden, dann ist Berlin, sage ich mal ehrlich gesagt, nicht mehr interessant, also was mit dem Busfahren betrifft. Weil eigentlich ist für mich immer, wenn ich in Berlin bin, das Highlight mit dem Berliner Doppeldecker zu fahren. Und zwar mit den MANs. Also das, den Scania und den Dennis Enviro, dem kann ich nicht das Wasser reichen. Also, und auch
U-Bahn, wenn wirklich mal irgendwann mal kein Typ F mehr gibt in Berlin, dann macht Berlin überhaupt keinen Spaß mehr, also irgendwo U-Bahn zu fahren. Oder irgendwann, wenn keine A3Ls mehr gibt oder Gisela oder sowas, dann hat es für mich keinen Reiz mehr, mit dem ÖPNV durch Berlin zu fahren. Also, ist so. Na, schön, dass er immer umschaltet, das finde ich mal ganz nett. Toll. Haus der Kulturen der Welt. Ja, ich spiele, wie gesagt, hier im Singleplayer, weil unserem Busbetrieb wird fast gar nicht mehr gefahren. Ja gut, ist ja auch klar. Ist ja jetzt nichts Neues, warum sie das und so. Ja, wenn irgendwann mal so Neues kommt, Zahlheim 5 oder sowas, ich denke mal, dann wird dann mal wieder öfter mal fahren, aber so aktuell nicht. Hallo. Tag. Grüß dich. Ja, Hauptsache eine Jacke, Alter, hier von sonst woher, ey. Bonzenjacken, ey. Stimmt schon, ein dickes iPhone hat er, ey. Aber noch kein Finger gekrümmt. Schloss Bellevue. Ja, wie gesagt, in meinem Urlaub werde ich auf jeden Fall irgendwo nochmal einen Livestream machen. Also das steht auch ganz oben auf der Agenda. Wann natürlich, muss ich gucken. Ich habe jetzt eigentlich an diesen Sonntag gedacht, das Wochenende, was jetzt kommt. Aber mal schauen. Ja, hängt natürlich davon ab, ob was Neues gibt, ne? Sonst macht das ja auch keinen Sinn. Ja, eigentlich wollte ich ein Thumbnail machen vom Bundestag, ne? Das habe ich jetzt aber irgendwie total vergessen, aber das ist nicht schlimm, machen wir gleich irgendwo eins. Ja, aus dem Weg da, Fatzke! Ah, guten Tag. Hallo, grüß dich. Moin. Da machen wir schnell hier eins. Passt doch. Wer schon auf dem Thumbnail sieht, wir fahren mit dem Doppeldecker, der weiß schon, was einem erwartet. Ja, vor uns die Siegessäule. Mit den Blitzern im Kreisel. Großer Stern. Großer Stern. Guten Tag. Hallo. Hi. Kommen Sie rein. Können Sie rausgehen. Zu früh, ne? Passt doch. Na, ich bin ja wenigstens froh, dass wir in Omsi wenigstens die L-Reihe weiter erleben können. Nordische Botschaften, Adenauer Stiftung. Oh, schön hier, der.
geht Richtung Wedding. Also Berlin-Karten würde ich mich eigentlich mehr drüber freuen, wenn es für OMSI geben würde. Also mehr, weil Berlin finde ich eigentlich immer spannend. Also sei es U-Bahn, S-Bahn, Bus und so was, oder Straßenbahn. Das hätte was. So Berliner Straßenbahnnetz. Ja, ich meine für Lotus mit besserer Performance und so, Multiplayer, das hätte schon was. Ah ne, eine Runde. Aber was soll denn das jetzt hier werden? Na, alle blöd zum Fahren hier oder was? Ja, fahr doch, Mann! Ja, du Pissneck, hier kannst auch mal stehen bleiben, Mensch! Ja, hallo! Hast du eine Macke oder was? Ja, ich bin jetzt, wie gesagt, sehr gespannt. Für Simrail kommt da jetzt der EN57. Oh, da bin ich richtig gespannt. Da wird es von mir definitiv auch ein Let's Play zu geben. Mit dem, ich hoffe, ich kriege auch einen. Der wird, denke ich mal, in den ersten Tagen nicht verfügbar sein. Aber ich werde mich darum bemühen, dass ich da einen finde zum Auswählen im Multiplayer, dass wir da den EN57 auch mal fahren können. Schauen wir mal. Ja, ich bin auch gespannt, wann das C2-Update kommt für den MX-C2, also für den Freeware. Bin ich auch mal sehr gespannt. Es lässt sehr lange auf sich warten, aber ich sag mal... Einen normalen Fahrschein, bitte. Ja, einen normalen. Ja. 320. Bitte. Aber gut, ich meine, lieber soll's
dann irgendwann rauskommen und vernünftig sein, als gar nicht, ne? Sag ich mal. Lützowplatz. Den PMC 2, den kannst du vergessen. Ach. Das ist auch schon ein Grund, warum ich den euch nicht gezeigt habe. Ne? Also da könnt ihr euch eigentlich auch schon auf die Fahne schreiben, wenn der Philipp irgendwas nicht zeigt, dann heißt das auch nichts Gutes. Also, sonst hätte ich da eigentlich schon 3-4 Videos, denke ich mal, produziert. Oder so. Hallo. Grüß Sie. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein. Schon wieder mit dem 20-Euro-Schein. Ja, sag mal. Heute Tag der Wechselstube oder was? Ach, junger Mann, da waren Sie aber spendabel. Ja. Nicht mit mir, Mädel. Fräulein. Mir schenkt auch keiner was. Mir kommt auch keiner und sagt, ja, möchten Sie euch einen Kaffee ausgeben? Oder soll ich Ihnen was kaufen? Jo. Schillstraße. Da ist wieder Umsiback, aber egal, wir kennen's ja. Breitscheidplatz. Ach ja. Jo. Aber ich habe ja jetzt, wie gesagt, den Popschutz so drauf, dass das voll drauf ist. Auch ein komplett neuer. Den habe ich ja für 20 Euro gekauft. Das ist jetzt nicht irgend so ein Billigteil. Auch den Mikrofonständer für 80 Euro. Neues vergoldetes Kabel auch. Zum PC. Und deswegen. Nee, nee. Qualität muss schon sein. Auch wenn ich nicht mehr so viel mache für euch. Aber ich bemühe mich da immer, jeden den Wunsch zu erfüllen, was für ein Video er sich wünscht. Hi. Hallo. Guten Tag. Sind wir zu früh? Wir sind zu spät. Was ist denn das hier? Ach so, ja. Straße. Ja, wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt noch Ende des Jahres machen werde, ist wahrscheinlich meinen Arbeitsspeicher aufrüsten auf 64 GB und so weiter und vielleicht noch eine vierte SSD, aber keine M2, sondern hier eine normale 870 Evo mit 2 TB. Gibt es ja auch wieder Black Friday, da ist alles wieder, denke ich mal, günstiger wieder an dem Tag. Einfach so, wenn ich andere Games zocke, weil dann kann ich die hinten anschließen, wenn SATA und fertig. Ansonsten habe ich jetzt auch nichts großartig geplant, da am PC zu machen. Wasserkühlung war das Haupt, was ich mir holen wollte, weil eine bessere Kühlung bedeutet auch bessere Leistung. Weil
wenn er den halt nicht kühlt, dann wird auch dementsprechend die Grafikkarte, das ganze Gehäuse wird heiß. Und das geht ja nicht. Ne, aber jetzt, Omsi zum Beispiel, fasse ich jetzt an. Normal warm, ne? Also, vorher war das ja heiß. Kacke. Da wir sind gleich im Zoologischen Garten. Da fahren wir noch zur Herzallee. Machen wir Feierabend. Und das ist der Eingang. Breitscheidplatz. Also ich muss ganz ehrlich mal sagen, auch wenn Sebastian, ja, sag ich mal, gute Grafik hat und so weiter, aber trotzdem muss ich sagen, die 100 gefällt mir in Omsi ein bisschen besser. Also das ist, das habe ich zwar damals mal umgekehrt gesagt, aber jetzt fahre ich sie mal jetzt so in dem Sommer, schön grün alles. Das muss ich sagen, gefällt mir doch definitiv besser. Auch mit dem DL, mit dem Sound und so weiter. Macht schon mehr Spaß. Im Hintergrund die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Ja, da im Hintergrund der Wittenbergplatz. Ach, hier muss ich ja schon halten. Hallo, stopp. Ja, mal gucken, ob ich demnächst noch mal ein Omsi-Video mache. Vielleicht auf Alheim Laurenzbach mit dem neuen Linienpack mit dem C2, aber dann mit dem Friedberg C2. Mal gucken. Schauen wir mal. S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten. Ja, da im Hintergrund Döner mit Liebe. Sieht immer so lecker aus. Ich war da zwar noch nicht, aber es sieht immer so bei TikTok, wenn ich das da immer sehe, immer so lecker aus. Das ist Wahnsinn. Also das lecker, ich denke, ey. Steh gut. Ah, hier steigen die meisten alle aus. Ja. Ja, nur beim X10 war schon mal, dass jemand zu Herzallee mit hier fahren ist, aber er ist ganz selten. Herzallee. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. This bus terminates here. All change, please. Ehrlich. War damals der Gong bei der U55. Blum, 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 blum. Oh, so ein lustiger Gong. Oh, schön Müll hier. Ah, oh, hier will keiner. Jo, passt zu spät. Ja, ist mir doch egal. Jetzt fahren wir noch hier mal zum Pausenplatz hier. Da schlafen mal die Penner. Leider die Obdachlosen, ne? So, sind an der Herzallee angekommen, Leute. Das Ende unserer Fahrt. Recht kurzweilig war die Fahrt, muss ich sagen. Also, ging sehr schnell vorbei. Schöner Bus, schöne Karte. Also, was will man eigentlich mehr? So, Herzallee, zack. So, wir sind am Ende angekommen. An der Herzallee. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, einen Kommentar drunter schreibt. Und ja, ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, euch mal wieder ein Omsi 2 Video für euch zu produzieren. Und ihr hattet hoffentlich genauso viel Spaß an diesem Video, so wie ich beim Produzieren. Und ja, ich wünsche euch noch eine restliche schöne Woche und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis demnächst. Macht's gut, euer Philipp. Ciao.